Hallo Taschenlampenfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Lampenvideo. Und heute schauen wir uns mal ein richtiges Lichtmonster an, das hier sogar in diesem schönen Alukoffer geliefert wird. Und da drin befindet sich die Lumintop SD75. Die kommt hier in so einem schönen Hartschaumgummi. Ausgeschnittenen Polster, Decke gepolstert, ne? Und da liegt dieses Monster drin. Ja, ich habe eine Lampe aus Direktimport aus Asien. Da ist leider der falsche Stecker mit dazu gekommen, ne? Ich denke mal, wenn man das jetzt dann im deutschen Handel kauft, dürfte man hier den richtigen Netzstecker dabei haben. Das ist ein bisschen schade, ne? Dichtungsgummis. Handeln wir das ganze Zubehör nochmal schnell ab. Kfz-Ladegerät. Das geht natürlich. Ne? Und hier noch eine kleine LED-Lampe. So eine Knicklampe, ne, die am USB funktioniert. Die können wir nachher noch genauer anschauen. Und hier kommen wir dann mal zur Lampe. Holen wir schon mal alles raus. Mal diesen riesen Koffer mal auf die Seite machen. So. Ja, SD75, ein Wahnsinnsteil. Mal schnell die technischen Eckdaten. Ne? Da liegt so ein bisschen Papierkram mit dabei, wo ein paar Sachen erklärt werden, aber uns interessieren jetzt hier mal die technischen Daten. Und da wie immer, wenn es interessiert, jetzt auf Stopp drücken und in Ruhe durchlesen. Wir haben 150 Lumen Modus vor 50 Stunden, das ist Laune. 150 Lumen. 1800 Lumen für 8 Stunden, etwas über 8 Stunden, für das ist Mittel. Und ein High- oder Turbo-Modus, wie man es nennen will, mit 4000 Lumen, so 2,5 Stunden. Und dann haben wir noch Strobe mit 10.000, nee. Helligkeit von über 100.000 CD und eine Reichweite von 652 Meter. Ja, machen wir mal 300 raus, dann kommt es hin. Ne? Also 4 Modi, Low mit High Strobe. Länge fast 25 cm, Kopfdurchmesser fast 9 cm, Body fast 5 cm und wiegt 831 Gramm. Oh. Mit Batterien hast du da ein gutes Kilo in der Hand. Ne? Also ein riesen Monster. Von Lampe. Aber jetzt schauen wir uns das ein bisschen genauer an. Also hier kommt der Body. In dem sitzt wieder so ein Batteriecontainer, in den 4 18650er kommen. Ne? Das Set gibt es in zwei Ausführungen. Einmal nur die nackte Lampe und einmal das komplette Wohlfühlprogramm selbst mit Batterien dabei. Ne? Was mir hier gefällt ist, dieser Container ist recht robust gebaut. Ne? Also hier sind wirklich massive Streben eingeschraubt. Und wir haben hier nicht so billige, einfache Kontakte, sondern das sind richtig großflächige Kontakte. Also erstmal hier so richtig schöner Metallkontakt, der hier auf beiden Seiten gefedert gelagert ist. Hier schöne Stahlplatte, Alustreben, die Platinen da drauf verschraubt. Ordentlich fette Federn. Also da hast du nicht Angst, dass das Ding hier gleich irgendwie auseinanderfällt, ne? Also richtig robust und verpolungssicher, spielt keine Rolle, warum man das Teil hier einsetzt. Und hier unten haben wir auch nochmal fette Messingplatte mit einer Feder und auch hier nochmal alles in schwerer, fetter Metallausführung mit Federn oben wie auch unten. Und die sind ganz schön, da komme ich da mal drunter, ja, die sind ganz schön straff, ne? Also das sind keine weichen Federn, ne? Das ist ein bisschen weicher. Die Kontaktfedern hier, die sind richtig hart. So, dieser Boden hat aber noch eine Besonderheit. Da können wir den Deckel abschrauben. Und dann haben wir hier den Eingang, um zum Beispiel das Teil auch unterwegs im Auto laden zu können. Man kann natürlich die ganzen Akkus rausnehmen und im externen Ladegerät laden, aber man kann es natürlich auch hier drin laden, im Auto oder wenn man den europäischen Stromstecker hätte, auch in der Steckdose. Das heißt, man kann die Batterien drin lassen zum Laden.
Man hat hier dann eine Ladestandsanzeige. Wenn es mal leer ist, ist rot an. Sonst haben wir hier vier Balken, ne? Man soll in 25% Schritten. Und wir haben zwei USB-Ausgänge. Denn das Ganze kann man natürlich auch als Powerbank verwenden. Dann mit 4x3400 mAh hast du hier ganz schön Strom für unterwegs dabei. Ne? Wir haben hier einmal einen 5V 2A Ausgang. Da könnt ihr stärkere Geräte laden, wie zum Beispiel irgendwelche Tablets. Und 5V 1A, da könnt ihr zum Beispiel Smartphones laden oder vielleicht irgendwelche Navis oder vielleicht eine andere Taschenlampe. Und hier natürlich noch der Einschaltknopf für die ganze Geschichte hier. Ne? So, das wieder weg. Setzen wir mal den Container hier ein. Oh, der ist schön. Der läuft schön da drin, also wackelt er noch nicht so großartig. Schön passend, ne? Dadurch natürlich alles gefedert gelagert und dann dieser Wahnsinnskopf hier drauf schrauben. Da wirkt der Container für die vier Akkus richtig klein. Das ist ein Totschläger vor dem Herrn. Hier noch eine schöne Besonderheit. Da könnt ihr, was weiß ich, ein Ringli durchziehen, Karabiner oder irgendwas, um das Teil irgendwo aufzuhängen, hinzuhängen, zu sichern, wie auch immer. Man kann es aber natürlich auch rausschrauben. Und darunter ist ein Viertel Zoll Stativgewinde. Ne? Nehmen wir an, ihr macht irgendwo Dreharbeiten draußen und müsst irgendwie flutlichttechnisch was ausleuchten oder so. Gewinde, ne? Könnt ihr auf jedes handelsübliche Foto-, Video-, Kamera-Stativ schrauben und könnt euch hier so einen Scheinwerfer irgendwo hin ausrichten, ne? Das Ding könnt ihr wiederum auch gut an der Kamera machen, um an so einem Gurt, den ihr um den Körper tragen könnt, eine Kamera zum Beispiel zu befestigen. Ne? Denn wenn man es drin lässt und nicht braucht, muss ich sagen, da stört das dann eher ein bisschen hier, dieses stark abstehende Teil hier. Ne? Das werde ich mal abschrauben und lieber so in den Koffer zum Zubehör legen. Ist natürlich gut hier drin, da verliert man es nicht. Ne? So. Wenn wir da hinten mal anschalten, sehen wir momentan, okay, wir haben so 75% Ladung, können wir auch mal gerade noch schön diese kleine Lampe da anschließen, wo hier mit dabei ist. Ja, die machen wir mal an die 5V 1A, ne? Kann man sich einfach da oben einstecken. Ja, und schon hat man hier noch ein kleines Bedienerlicht. Ich habe schon ausprobiert, das kann man so hervorragend ans Laptop machen, um im Stockdunkeln irgendwo am Laptop arbeiten zu können. Ne? Ja, einfach so ein kleines Gadget noch mit dabei. Ne? Ich denke mal, zum Zelten wird keiner dieses 1 Kilo schwere Monster mitschleppen, um dann nachts hier mit dieser kleinen, da gut, da habt ihr wahrscheinlich einen Monat lang Licht. Aber das Ding, das, naja, das nimmst du nicht einfach mal so mit. Echt krass. So, dann kann man den Deckel wieder draufschrauben. Das ist ein Sichtfenster, sodass wenn hier irgendwie mit der LED was wäre, dass man da durchsieht, oh, blinkt auf rot, ne? Sollte man wieder mal laden. Schöne Gewinde. Boah, ein Brocken, das gibt es nicht. Ne? Und hier natürlich interessant, da haben wir natürlich von der LED natürlich eine neue Cree XHP 70 drin. Kennt man ja aus diversen solchen großen Monster-Taschenlampen. Ne? Die letzte, die ich hatte da von Sluna, da waren sogar 3 Stück davon verbaut. Das ist schon hardcore, aber das war mehr so eine auf große Raumausleuchtung mit viel Weitwinkel. Das ist jetzt hier ein auf Reichweite optimiertes Teil. Das werden wir natürlich mal im Dunkeln angucken. Ich habe es natürlich schon ausprobiert. Also ich kann damit wunderbar den Waldrand auf der anderen Seite ausleuchten. Also 300 Meter sind da wirklich realistisch, denn der Waldrand ist ungefähr so das Gebäude gegenüber. Sind wir 25 Meter, Waldrand 250 Meter Luftlinie. Also immer 300 Meter Entfernung kannst du auf der Wiese problemlos noch einen Menschen ausmachen. Oder sogar ein Kind oder ein Hund. Oder vielleicht sogar noch was Kleineres, ne? Je nachdem, wie gut eure Augen noch sind nachts, ne? Oder ob es Nebel hat oder ob es eine klare Nacht ist. Aber Reichweite hat da dieses Teil wirklich. Ne? Und da vorne eine riesen Krone drauf, ne? Sie ist auch, wenn man glatten Untergrund hat, Tailstand-fähig. Eine riesen Fensterscheibe da vorne drin, ne? Und ein gigantischer Orange Peel Reflektor. Also, es ist einfach Monster, ne? Also Godzilla, ein anderes Wort fällt mir da einfach nicht mehr ein für diese riesen Lampen. Einsatzzweck dürft ihr euch selber ausmalen. Vielleicht eine Horde Zombies blenden, die auf euch zulaufen, oder ich weiß es auch nicht. Suchscheinwerfer für die Küstenwache
Oder für Leuchtturmwärter, wenn der Leuchtturm ausfällt, könnt ihr das Ding oben reinhängen. Ich weiß nicht, für was man sonst so ein Riesending mit so einer gigantischen Reichweite verwenden kann. Und natürlich die Flasholics, die Taschenlampen-Sammler-Fans, Freunde von Taschenlampentechnik, ist das natürlich einfach ein technisch interessanter Artikel. Ne? Oder halt für Menschen, die irgendwie eine sehr große Reichweite brauchen, ne? Und vielleicht ja, nicht stundenlang unterwegs sind, sondern vielleicht nur irgendwo Industrieanlage bewachen müssen und dann eben mal nachts eine Runde drehen und vielleicht von einer erhöhten Fläche ein großes Areal bewachen, absuchen müssen und sagen, ja gut, dann mache ich mir das Ding hin und hänge es mir an den Gurt um die Schulter und kann dann auf meiner Wachrunde hier mit einem 300 Meter Radius ein Viertel Quadratkilometer von einem Standpunkt aus überwachen, ausleuchten, wie auch immer. Dürft ihr euch selber ausmalen, vor was man so ein Teil verwenden kann. Ne? Zum Anschalten einfach kurz auf dem Anschaltknopf bleiben, der hier gummiert ist mit einem Edelstahlring als Schutz und dann kann man einfach durch draufdrücken durch die Modi zappen. Ne? Wirkt jetzt natürlich nicht so brutal hell in dem ausgeleuchteten Studio. Ne? Durch Doppelklick kommt man natürlich in den Strobe. Man kann hier einfach diese Low mit High durch zappen. Ne? Also der Spot in der Mitte extrem hell. Ich schwenke mal schnell darüber auf die Wand. Ich sehe jetzt gar nichts mehr vor lauter Punkte. Ne? Also der Spot da mittendrin gigantisch hell. Es blendet natürlich die Kamera ab. Ne? Das ist klar, da kommt jetzt so viel Licht, da sagst du, ey Alter, was soll denn das? Sollst du nicht direkt in die Sonne filmen. Ne? Wahnsinn. Oh, ich muss was machen. Da werden wir mal die schön voll machen, die Lampe, die Akkus beziehungsweise. Ne? Und dann werden wir uns das Ding natürlich noch im zweiten Video im Dunkeln anschauen. Ne? Denn da ist natürlich interessant, wie macht es die Ausleuchtung aufs Haus mit so einem spot-optimierten Reflektor und wie sieht die Reichweite aus, wobei da immer so ein bisschen Problem ist, das nachts mit der Kamera einzufangen. Da werde ich mal vorher ein bisschen experimentieren müssen mit Blende und Belichtung, ob man das vielleicht bis an den Waldrand drüber sehen, aber ihr könnt mir glauben, ich sehe ihn gut. Wie selten zuvor mit einer Lampe, also Reichweite hat das Ding wirklich, sage ich mal. Diese 650 mag theoretisch vielleicht sein, oder dass man auch 600 Meter Entfernung noch die Lampe erkennen kann von der anderen Seite aus, aber ich bin ja hinter der Lampe, ich will in 650 Meter noch was sehen. Das sehe ich ja nicht mal mehr am Tag, wie soll ich das nachts noch sehen. Ne? Aber 300 Meter kann man noch gut was erkennen. Ja, Godzilla Lumintop SD75. Und was mir auch gefällt, sie ist einfach aufgebaut. Ne? Heutzutage haben wir meistens solche riesigen, großen Lampen mit so einer Ausführung, unzählige Menüs, Funktionen, weitere Knöpfe und da muss wirklich das Handbuch studieren, um dich durch die Dutzend Funktionen durchzuzeppen. Und das finde ich eigentlich an der Lampe echt gut. Viel Power, gigantische Reichweite und aber trotzdem ein absolut einfaches Interface. Ne? Draufbleiben ist an. Drei Modi, wenn man braucht, noch per Doppelklick. Strobe, aber sonst eigentlich nur eine Low, Middle, High, wieder draufbleiben, aus, fertig. Kein Schnickschnack, ne? Es gibt ja Lampen mit unzähligen Programmfunktionen, wer die nicht haben will, einfach nur eine gigantische Reichweite braucht, will oder Lampensammler-Fan ist, ne? Sollte sich hier mal die ST75 etwas genauer anschauen. Ne? Autoladekabel gibt es auch noch mit dazu. Was bei mir nur schade ist, da muss ich mal gucken, dass ich da an ein anderes Netzteil komme. Ne? Das Ladegerät für die Steckdose ist bei mir leider falsch mit dabei. Okidoki, das war es hier mal in Teil 1 von diesem Monster und wir sehen uns in Teil 2, wenn es dunkel ist. Also, ciao Leute.